Herzlich willkommen. In einem Kommentar zu einem meiner YouTube-Videos wurde die Hoffnung auf mehr Strand-Content ausgedrückt. Damit kann ich zurzeit leider nicht dienen, das Wetter ist nicht danach. Andererseits passt zum heutigen Thema die trübe Novemberstimmung mit ein bisschen Nebel ganz gut, denn es geht heute um das Erbrecht und damit um die Frage, was passiert rechtlich, wenn jemand verstorben ist. Warum eine Vorlesungseinheit zum Erbrecht und wohlgemerkt zum deutschen Erbrecht? Zunächst mal ist sie gedacht als Teil der Vorlesung Römische Rechtsgeschichte. Da wird in der nächsten Hauptvorlesungseinheit erstmals das römische Erbrecht im Mittelpunkt stehen und weitere Vorlesungen zum Erbrecht sollen folgen. Da unter den Hörerinnen und Hörern viele sind, die noch in den Anfangssemestern stehen und vom deutschen Erbrecht gar nichts wissen, schien es mir gut, ein paar Begriffe und Grundstrukturen zu erklären, damit Sie besser wissen, worüber wir uns im römischen Recht unterhalten und auch die Parallelen zum deutschen Recht sehen. Im weiteren Verlauf des Semesters wird es ja noch die Vorlesung Erbrecht im Repetitorium für Examenskandidatinnen und Kandidaten geben. Da werden natürlich die Grundstrukturen vorausgesetzt. Wenn jemand das Erbrecht bislang auf Lücke gesetzt haben sollte, kann er sich vielleicht auch mit Gewinn diese Erklärungen ansehen. Für alle anderen, die eine Erbrechtsvorlesung schon gehört oder ein Lehrbuch gelesen haben, dürfte es möglich sein, jetzt wegzuklicken. Am Anfang steht, wie schon erwähnt, immer ein Todesfall. Irgendjemand ist verstorben und wird hoffentlich von zahlreichen Hinterbliebenen betrauert. Zugleich hat er sein Vermögen hinterlassen, den sogenannten Nachlass. Wir haben also einen Verstorbenen, den nennen wir den Erblasser, und seinen Nachlass. Und vielleicht hellen sich die Mienen der Hinterbliebenen auf, wenn es um die Frage geht, was passiert mit diesem Nachlass. Den nämlich kann man erben und gemäß § 1922 BGB geht der gesamte Nachlass, das gesamte Vermögen des Erblassers mit seinem Tod, mit dem Erbfall, automatisch auf einen oder mehrere Erben über. Die werden also mit dem Augenblick des Todes automatisch Eigentümer aller Sachen, die dem Erblasser gehört haben, Inhaber aller schuldrechtlichen Forderungen, die der Erblasser hatte. Sie treten im Ganzen in seine Rechtsstellung ein. Das betrifft allerdings auch die Schulden. Wenn § 1922 BGB vom Vermögen im Ganzen spricht, meint er auch die Schulden. Das wird nochmal verdeutlicht in § 1967 BGB. Der Erbe haftet für die Verbindlichkeiten des Nachlasses, muss also auch die Schulden des Erblassers zahlen und da verdüstern sich die Mienen dann womöglich wieder. Je nachdem, ob es nun mehr Vermögen oder mehr Schulden gibt, wird es also so sein, dass für die Hinterbliebenen die Frage, wie wird man Erbe, wer wird Erbe, im Mittelpunkt steht oder vielleicht mehr die Frage, wie wird man so eine Erbschaft wieder los. Damit sich hier niemand Sorgen macht, fangen wir mit der zweiten Frage an, also mit der Frage, wie werde ich eine Erbschaft, die vielleicht hauptsächlich aus Schulden besteht, denn wieder los. Zunächst nochmal, das Grundprinzip des deutschen Rechts ist das, dass eine Erbschaft nicht angetreten werden muss. Sie geht automatisch auf den Erben über, ob der Erbe das will oder nicht. Es könnte also sein, dass während Sie noch hier sitzen und sich überlegen, was das alles heißen soll, schon irgendwo ein entfernter Verwandter, den Sie vielleicht gar nicht kennen, für immer die Augen geschlossen hat und Ihnen ein großes Vermögen oder auch einen Haufen Schulden hinterlassen hat. Sollte es sich nun um einen Haufen Schulden handeln, müssen Sie sich allerdings keine Sorgen machen, denn Sie werden zwar automatisch Erbe, Sie haben aber die Möglichkeit, die Erbschaft nachträglich auszuschlagen und damit das Ganze rückwirkend wieder ungeschehen zu machen. Dafür haben Sie sechs Wochen Zeit und die sechs Wochen beginnen erst in dem Moment, wo Sie von der Erbschaft Kenntnis erlangen. Wenn also demnächst jemand kommt und sagt, schon vor 7 Wochen ist dein Erbonkel gestorben und hat dir jede Menge Schulden hinterlassen, dann haben Sie dann noch 6 Wochen Zeit für die Ausschlagung. Im Übrigen gibt es für den Erben auch Möglichkeiten, jenseits der Ausschlagung die Haftung auf den Nachlass zu beschränken, also dafür zu sorgen, dass er nicht mit seinem eigenen Vermögen die Schulden des Erblassers begleichen muss, sondern nur mit dem ererbten Vermögen. Das also, um allfällige Sorgen auszuräumen, wenn wir uns nun der logisch eigentlich vorrangigen Frage zu, wie wird man Erbe? Dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal die sogenannte gesetzliche Erbfolge, manchmal auch Intestaterbfolge genannt. Das Wort Intestaterbfolge drückt schon aus, dass das die Erbfolge ist, die nicht auf einem Testament beruht. Und das ist die Alternative, dass die Erbfolge
durch Testament geregelt wird, also durch Anordnung, die der Erblasser selber noch zu seinen Lebzeiten getroffen hat. Gelegentlich kann das auch in einem Erbvertrag, in einer Vereinbarung mit einem anderen enthalten sein. Das ist aber ein relativ seltener Fall, den wir nicht weiter verfolgen werden. Also entweder gesetzliche Erbfolge oder testamentarische Erbfolge. Für die gesetzliche Erbfolge oder Intestaterbfolge kommen drei Gruppen in Frage, nämlich zum einen die Blutsverwandten des Erblassers, zum anderen sein hinterbliebener Ehegatte und zum dritten, wenn sich gar niemand anders findet, der Staat. Was die Blutsverwandten angeht, so werden die vom BGB in Ordnungen eingeteilt und ganz kurz im Überblick, die Regelung ist so, dass an erster Stelle die leiblichen Kinder eines Verstorbenen erben, wenn er denn welche hat und wenn die Kinder etwa da waren und schon vor ihm verstorben sind und Enkelkinder nachgelassen haben, dann treten die Enkelkinder an die Stelle der verstorbenen Kinder. Wenn es keine Kinder, keine Enkelkinder und weiteren Abkömmlinge gibt, dann erben als zweite Ordnung die Eltern des Erblassers und wenn die vor ihm verstorben sind, was ja häufiger der Fall sein wird, dann stattdessen deren sonstige Abkömmlinge, also die Geschwister des Erblassers. Gibt es auch keine Eltern und Geschwister oder Nichten und Neffen des Erblassers, dann erben die Großeltern und deren Abkömmlinge, das wären dann also Cousins und Cousinen des Erblassers. Diese Ordnungen verdrängen sich gegenseitig, also wenn es Kinder gibt, erben die Eltern und Geschwister nichts. Dagegen kann neben diesen Verwandten oder sogar mit Vorrang vor denen der Ehegatte was erben. Der nächstliegende Fall ist der, dass es einen überlebenden Ehegatten und Kinder gibt. Dann ergibt sich aus dem Zusammenspiel der Regeln in § 1924 folgende und des § 1371 BGB im Familienrecht in der Regel, dass die Kinder die eine Hälfte des Nachlasses bekommen und der überlebende Ehegatte die andere Hälfte. So viel zu dieser Erbfolge der Verwandten und des Ehegatten. Der Staat, genauer genommen das Bundesland, in dem der Erblasser zuletzt gewohnt hat, tritt nur ein, wenn sich weder Verwandte noch ein Ehegatte auffinden lassen. Die testamentarische Erbfolge setzt naturgemäß voraus, dass der Erblasser ein Testament gemacht hat. Wie macht er das? Dafür gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder geht man zum Notar, lässt das notariell beurkunden. Das hat auch den Vorteil, dass man vom Notar beraten wird darüber, ob das Testament geeignet ist, das, was man wünscht, zu verwirklichen. Man kann sich aber die Notargebühren auch sparen und das Testament einfach selbst niederschreiben. Dann muss man es aber eigenhändig schreiben und eigenhändig unterschreiben. Ein sogenanntes holographisches Testament, im Ganzen selbst geschrieben. Sie können also nicht etwas aus dem Internet runterladen, mit dem Computer ausdrucken und dann unterschreiben. Sie müssen es vom ersten bis zum letzten Satz selbst schreiben. Dann ist das auch ein formwirksames Testament, ohne dass ein Notar mitwirken müsste. Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf Gestaltungsmöglichkeiten jenseits der Erbeinsetzung. Im Testament braucht man nicht unbedingt so einen Erben einsetzen, der das Vermögen als Ganzes bekommt. Man kann zusätzlich oder stattdessen ein sogenanntes Vermächtnis oder mit dem Fremdwort Legat aussetzen. Vermächtnis oder Legat bedeutet die Zuwendung eines einzelnen Gegenstandes an eine Person. Das ändert nichts an dem Grundsatz der Erbfolge, also das ganze Vermögen geht, auch wenn ein Vermächtnis angeordnet ist, zunächst mal an den Erben, entweder an einen Erben, der im Testament bestimmt ist, oder wenn man im Testament keinen Erben bestimmt hat, sondern vielleicht nur ein Vermächtnis ausgesetzt hat, dann an den gesetzlichen Erben oder die gesetzlichen Erben. Und wenn nun ein einzelner Gegenstand einem Dritten zugewendet ist, wenn im Testament beispielsweise steht, mein Haus oder mein Sparbuch soll meine Freundin Frieda haben, dann bedeutet das, der Erbe bekommt diese Gegenstände zunächst im Moment des Erbfalls, muss sie dann aber weiterreichen an den Vermächtnisnehmer oder die Vermächtnisnehmerin. Die Vermächtnisnehmerin oder der Vermächtnisnehmer hat einen schuldrechtlichen Anspruch gegen den Erben oder die Erbin auf Übereignung des betreffenden Gegenstandes. Da kommt also eine schuldrechtliche Verpflichtung zustande. Man nennt diese Form des Vermächtnisses auch das Damnationslegat. Im deutschen Recht gibt es nur dieses Damnationslegat. Im römischen Recht und in manchen modernen Rechtsordnungen gab bzw. gibt es daneben das sogenannte Vindikationslegat. Das ist dann eine Ausnahme vom Prinzip des 1922 BGB. Da fällt nämlich ein Gegenstand unmittelbar an den
Vermächtnisnehmer und fällt nicht zunächst mal ins Vermögen des Erben. Im deutschen Recht existiert das nicht, insofern nur ein rechtshistorischer und rechtsvergleichender Hinweis, genauso wie das deutsche Recht das Fideikommiss nicht mehr kennt. Das Fideikommiss war im römischen Recht eine Alternative zum Vermächtnis, auch eine Form, eine Zuwendung zu machen an jemanden, der nicht Erbe wird. Das deutsche Recht kannte das Fideikommiss in veränderter Form als eine Möglichkeit für adlige Familien, das Familienvermögen über viele Generationen festzulegen, dafür zu sorgen, dass es nicht außerhalb der Familie veräußert werden kann. Das ist aber im BGB nicht mehr vorgesehen. Ich erwähne es nur, damit der Begriff erklärt ist und damit Sie wissen, was es damit ungefähr auf sich hat. Das mag für jetzt genügen. Ich hoffe, es zeigt, was für ein vielfältiges und spannendes Rechtsgebiet das Erbrecht sein kann. Wenn Sie noch dazu rechnen, was an Familien, Tragödien und Geschichten hinter einer Erbrechtsstreitigkeit in all diesen vielfältigen Formen stecken kann, dann hoffe ich, ein bisschen Ihr Interesse geweckt zu haben. Vielen Dank.